Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ghostmaster. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir, ja, oder was heißt stehen geblieben, als das letzte Mal habe ich ja die Yacht von der Mafia, von einer Mafia und die Polizeiwache erledigt. Oder beides hinter mir gelassen. Und heute machen wir weiter oder in diesen Aufnahmesession, die jetzt startet, mit Cremetöpfe und Besenstiel. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen, weil bin mir auch da nicht sicher, ob das nicht doch was anderes sein soll. Und Poltergack. Kam. Jedenfalls legen wir mit Poltergack los, danach mit den Cremetopf und Besenstiel. Kann man mich töpfe, also warum ich mehr Zeit draus gemacht habe, aber auf jeden Fall damit. Und ja, wie gesagt, mal sehen, was Poltergack so auf sich hat. Hey, das hört sich gut an, dieser Reim, der leider zufällig entstand. Ach, okay. Gack von Gegacker. Verstehe Im deinen Hause Wortwitz. einer gewissen Familie in einem gewissen Vorort von Gravenville sollen finstere Dinge vor sich gehen. Die Ja, einfach auf dem Gräueltaten T-Shirt einer steht Bite Me. verwirrten alten Dame hast du ja bereits ans Licht gebracht. Doch die düstere Geschichte dieses Hauses reicht weit in die Vergangenheit zurück. Anscheinend steht das Haus auf dem Gelände eines alten Hühnerfriedhofs, der Grube des Geflügelschlachthofs von Calamityville. Die ruhelosen Geister der gemeuchelten Truthähne und Hühner sinnen auf Rache. All die kopflosen Hälse und gerupften Kadaver manifestieren sich in einem Geist namens Hardboiled. Er bemächtigt sich der gestörten Seele eines Kindes namens Carol Ann Hutz, dem deine schrecklichen Kräfte bereits wohlbekannt sind. Hilfst du dem Poltergeist, das Haus von jedweder Spur vernunftbegabter, sterblicher Präsenz zu säubern, gewinnst du einen wertvollen Verbündeten. Okay, ich finde, ich muss einfach sagen, es ist klar, es ist hier nicht mit ernst zu nehmen, ne? Also die ganzen Storys und alles und die Geschichte hierhinter. Aber ich muss es trotzdem gerade ein Stück weit feiern, das Spiel. Also ich sag mal so, ein grüner Friedhof? Bitte was? So, ja, wir bleiben mal bei der empfohlenen Sache. Gerade wieder, weil ich ja sage, okay, erstmal mache ich es nach dem Standard und wenn es nicht funktioniert, gehe ich nochmal drauf ein und werde noch andere Sachen dazu holen. Bette Bisschen die wie auswählen. Hühnergeister zur letzten Ruhe, indem du alle geistig gesunden Sterblichen aus dem Haus jagst. So. Achso, er ist schon dran gebunden. Ja, warte mal, wie kann ich denn. Kälte, Verwirrung, Blut. Warte, was ist denn? Okay. Okay, der rennt ja mal super schnell hoch. Binde den hier mal dran und wähle Kampfschwarm aus. Dann noch die zwei Standardbefehle. Kräfte nur verwenden, wenn Sterbliche und nur verwenden. Wobei. Power nicht anwenden. Kriechpflanzen, würde ich sagen. So. So finde ich das nämlich um einiges besser. Und dann passt das auch besser. So, den binde ich hier mal dran und wähle die Kraft Saiyan-Schock aus. Power nicht anwenden. Leck.
Niemals. Und dann kannst du nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen sind. Was jetzt nicht mehr der Fall ist, deswegen binde ich ihn hier dran. Hier ist die meiste Zeit irgendwer. Weil ist ja ein Treppenhaus, ne? So. Da mal gucken, das Telefon. Erstmal auf jeden Fall sie hier dran binden. Schreckgespenst. Kannst du nur verwenden, wenn Sterbliche da sind. Genau. Und das Telefon selber kann ich nicht auswählen. Pech. Ich hoffe, dass sie nicht noch jemanden telefonisch informieren konnte. Sonst habe ich jetzt ein Problem. Hallo. Scheibendelta. So, die Hellseherin und Hobby-Exorzistin glaubt, sie kennt alles, was die Geisterwelt zu bieten hat. Na, wollen wir sie doch mal vom Gegenteil überzeugen. Okay, mal gucken. Ihr seht, ich versuche jetzt so viel wie möglich gleichzeitig anzuvisieren. Einen haben wir schon raus. Ist ein Träumchen. Super. Hier gehen wir wieder auf die Kraft Blut. Und hier auf Vision. Drunter und drüber. Okay. Die Spinne packe ich mal hier hin eben. Den binde ich hier mal eben an den Raum. Und Verwirrung. Fehlgeschlagen. Verdammt. Und deswegen wollte ich gerade das machen. Bedauerlicherweise ist Hartbold vertrieben worden. Damit kannst du die Seele des Poltergeists nicht zur letzten Ruhe betten. Schade. Somit müssen wir das noch einmal machen. Im Hause einer gewissen Familie lebt. Gut. So, da Hechel jetzt weiß, was ich brauche. Bette die Hühnergeister zur letzten Ruhe, indem du alle geistig gesunden Sterblichen aus dem Haus jagst. Ha 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 ha
möchte. Den Schock. Power nicht anwenden, leck. Power nicht anwenden, leck. Power nicht anwenden, leck. Niemals. Kräfte nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen. So. Jetzt binde ich den noch hier dran. Wähle hier noch. Binde ihn hier ran. So. Wir müssen die jetzt so schnell wie möglich rausspuken, Leute. Was ist denn der Junge eigentlich? Da. Mission, brauche ich noch ein bisschen was an Energie? Aber das wird. Leute, das wird. Hey! 30 Punkte mehr noch. Dann kann ich auch drunter und drüber und wieder die Küche bespuken noch zusätzlich. Und ich trinke mal was, Leute. Sehr schön. Runter und drüber, binden, an die Küche. So. Er darf die Kräfte Eishauch bekommen. Panik auf jeden Fall jetzt auch inzwischen. Blutflut kriegt der gleich auf jeden Fall, wenn es dann geht. Okay, okay, okay. Der zweite ist weg.
sollt. Tue ich noch die Kräfte hochpushen von denen, wo es geht. Und sie bleiben schön vom Telefon weg. Das ist sehr schön. Okay, das ist krass, das müsst ihr euch mal angucken. Es wird einfach wirklich das Zimmer bezogenerweise geflutet mit Blut. Dritte Person ist weg. Und wir brauchen immer noch ein bisschen mehr. Wie schaut hier eigentlich aus? Ah. Okay. Ich binde mal die Spinne inzwischen hier dran. Oh, Besessenheit geht inzwischen. Okay, er soll jetzt mal seinen eigenen, ich sag mal so, Wirt ärgern. Mal sehen, ob das funktioniert überhaupt. Okay. Dann nochmal den Befehl lieber geben, dass nur wenn menschliche da sind. Gut, sehr schön. Gucken wir mal hier oben, was sagt der Kram hier? Sieht sehr schön aus, sieht sehr gut aus sogar. Okay. Und wir haben den vierten ausgespukt. Somit bleiben nur noch drei plus das Mädchen. Oh, okay. Ja, er ist auch gleich raus. Und sie auch gleich. Dann bleiben nur noch der Junge und das Mädchen. Ah, Will Warte. It's a nice day.
Ich kann die nicht einbanken, weil sonst natürlich telefoniert wird. Ah, er ist abgehauen. Sehr schön. Gut, dann binde ich. Okay, das hier dran. Und das Elektroäffchen. Binde ich mal hier so ziemlich dran. Okay. Wohin geht's? Weil rausgespuckt ist sie noch nicht. Ja, okay, das bringt noch nicht viel. Dann. Nee. Okay. Wollte eigentlich nur auf den Fall für runterklicken. Okay, beste Timing überhaupt gewesen, wenn denn, aber leider nicht. So. In der Form zumindest nicht. Aber ich muss zusehen. Ich muss jetzt noch innerhalb von 2 Minuten etwas alle rausgespuckt haben. Du willst mich doch gerade veralbern. Das ist halt das, was ich meine mit, die Kräfte dauern manchmal zu lange. Achso, sie ist raus. Cool. Dann kann ich jetzt so ziemlich alles ein bisschen bündeln. Wo sind denn die Kids? Und ich kriege einen Anruf, Leute. Ich bin gleich wieder da. Moment, ganz kurz. So, Leute, das war gerade meine bessere Hälfte, die sich mal gemeldet hat. Leider auch viel zu lange, das heißt, ich schaffe es heute nicht mehr so viel aufzunehmen. Und das heißt, ich muss natürlich mich, ja, kürzer halten hier vom eigentlichen Vorhaben. Was somit heißt, dass ich mich jetzt auch nochmal ganz grandioserweise noch mehr drauf fokussiere,
noch schneller fertig zu werden. Okay, wie soll ich die jetzt dazu kriegen, überhaupt? Ich bin gerade nicht so sicher. Oh, hier sieht man übrigens, dass der Raum eigentlich viereckig war in der Erstellung. Ja. Und der Junge ist wieder hochgegangen. Und er geht noch höher, das... Sowas kann auch triggern. Aber ich muss sagen, die Kinder sind ganz schön abgehärtet, dass sie nicht gleich ausrasten wegen sowas. Also sprich, so ein klein bisschen Gespuke. Ich würde sagen, andere Kinder wären schon längst, oder hätten schon längst das lange weitergesucht. Oh, kurzer Lag. Das hatte ich jetzt schon wieder ein paar Mal schon diese Woche in manchen Games. Thank you.
Okay. Jetzt muss ich die aus Sicherheitsgründen wieder hier unten binden, die beiden. Weil sie sind ja das Backup, damit sie ja nicht telefonieren. Auch wenn ich glaube, dass die Kinder nicht telefonieren können. Aber Bezug auf die Sachen, die sie bräuchten. Und dafür binde ich immerhin den mal hier ran. Und zumindest den daran. Sehr schade. Also ich werde nicht ganz schlau draus. Der Part wird jetzt auch wieder heute länger dadurch. Aber ja. Mit der Zeit kommt Rat, kommt Tat. Achso, wir haben das komplette Stromnetz hierdurch, glaube ich, lahmgelegt, weil hier ein bisschen dran herumgespielt haben. Oder es sind wirklich noch Sicherungen rausgeflogen. Ich weiß es nicht zusätzlich, was noch passiert ist. So. Das Coole ist ja, wir können ja immer noch weiter spuken und so weiter. Weil ich bloß halt nicht weiß, dass, wie sehr ich das hier noch beeinflussen kann. Gerade damit zumindest. Und deswegen muss ich zusehen. Ich hätte das erst setzen sollen, wenn ich sie hier hochgesetzt hätte, ne? Na gut. Ist aber gleich sowieso wieder bereit. Und natürlich ist sie gerade aus dem Raum raus, die Kleine. Ich krieg doch einen zu viel. Okay, Pfeiltasten gehen wir gerade nicht. Das heißt, das Spiel hängt kurz wieder. Der Rest passt aber so. Genau.
Okay, was braucht es denn bitte schön noch, damit die beiden so langsam mal richtig sich fürchten? Also Leute, wenn das jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Minuten was wird, nehme ich das im nächsten Part mit auf. Das heißt, ich werde kurz noch das Haus fertig hier bespuken und mache dann in der Folge einen harten Cut. Also dann bitte nicht wundern. Hallo? Kommt jetzt auch dazu? Nein. Okay, Leute, wie ich gerade sagte, ich schaffe es nicht mehr in diesem Part. Deswegen würde ich sagen, geht es in den nächsten Part und da werde ich das dann fertig bespuken. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.